Herzlich willkommen zum siebten Teil unserer zwölfteiligen Serie Die größten Fehler von Gründern. Und heute geht es um das Thema Zeitverwaltung, auch häufig Zeitmanagement im Englischen genannt. Tatsächlich ist meine Erfahrung, dass die wenigsten genau wissen, was das bedeutet. Ich selbst wusste es am Anfang auch nicht so genau zum Zeitpunkt meiner Gründung. Also Zeitverwaltung kannst du dir vorstellen, entweder wie ein Gärtner, der einen Garten hat mit 168 Quadratmetern und der hat dort die Möglichkeit, verschiedene Pflanzen, Gemüse, Früchte oder Kräuter anzubauen. Das Problem ist nur, wenn alle 168 Quadratmeter voll sind mit Unkraut oder planiert sind, beispielsweise Beton, dann wird er wahrscheinlich im Herbst auch nichts ernten. Und dein Garten, deine 168 Quadratmeter, nun das sind deine 168 Stunden in der Woche. 7 Tage mal 24 Stunden ergibt 168 Stunden in der Woche. Multipliziert mal 52 ergibt es dein Jahr, mal 3 bis 10 Jahre, dann die nächsten Gründungsjahre, die nächsten Hochlaufjahre deiner Zukunft. Also achte sorgfältig darauf, was du in deiner Woche, in deinem Tag anpflanzt. Wenn dein Tag sichergestellt erfolgreich wird, dann wird deine Woche erfolgreich, dann wird dein Jahr erfolgreich, dein Leben erfolgreich. Die Kunst besteht also, Verantwortung zu übernehmen für jede Minute, für jeden Quadratmeter in deinem Garten. Es gibt auch eine andere schöne Metapher, dass jeden Tag 24 Liter von einer Quelle in deinen See hineinfließen, in deinen Garten hineinfließen und die Frage ist, wo leitest du dein Wasser hin? Die Zeit kannst du nicht aufhalten, auch das Wasser aus der Quelle kannst du nicht wirklich dauerhaft aufhalten. Entscheidend ist, wo du es hinlenkst, in welches Bäumchen tatsächlich das Wasser hineinfließt. Und das ist auch deine Aufgabe, zunächst mal sichtbar zu machen, wo du bisher in der Vergangenheit deine Zeit hinein investiert hast, was du bisher angebaut hast in deinem Garten. Der nächste Schritt ist dann, Unkraut auszureißen. Der nächste Schritt ist dann, das Sinnvolle aufzubauen. Und da gehört nicht nur zu, dass du eine Website aufbaust oder dass du bestimmte Grafiken, Flyer oder machst oder Menschen sprichst, sondern du brauchst viel Zeit, um Wissen zu erlernen, Beziehungen aufzubauen, Angebote zu unterbreiten, die Dienste zu leisten, Produkte herzustellen. Also, deine Zeit darf in der Zukunft gut verwaltet werden und mach das bitte nicht elektronisch. Gewöhn dir am Anfang an, das schriftlich, handschriftlich zu machen, eine ganze Woche im Überblick, sodass du alle 168 Quadratmeter auch verwalten, kontrollieren und beschützen kannst. Und das ist der große Nachteil von einem 5-Euro-Sparkassenkalender oder von einem Smartphone als Terminkalender. Da passt nicht viel rein. Du hast nicht viel im Überblick. Du bist zu langsam, Termine zu finden. Du bist schnell darin, einen Termin zu übersehen, zu löschen oder eine fehlende Synchronisation zu haben. Also arbeite am Anfang mit einem Papierkalender. Somit hast du auch ein Protokoll als Rückblick bei irgendwelchen Steuerprüfungen. Du kannst jederzeit gucken, schauen, wo du wann warst. Und du kannst auch deine Aufgaben eintragen. Machst also eine Kombination aus deinem Zeitmanagement mit deinem Aufgabenmanagement. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Zeitmanagement zu optimieren, denn unsere Beobachtung, meine Beobachtung ist, dass viele daran scheitern, neue Routinen, neue Verhaltensweisen tatsächlich auch durchzuführen, weil sie einfach vergessen, sich das in ihrem Terminkalender einzutragen. Die meisten machen Termine nur mit anderen Menschen. Die wenigsten machen Termine mit sich selbst oder mit ihren Aufgaben. Zusammengefasst ist also jeder Unternehmer ein Zeitprofi, denn er hat gelernt, die Dinge einzuplanen, die erforderlich sind, ein Ziel erreicht zu haben. Und er hat gelernt, diese Zeit zu schützen. Denn genauso wie es draußen im Garten Unkraut gibt, was von links, von rechts, von oben, von unten reinwachsen will in deine Nutzkulturen, so gibt es auch in deinem tatsächlichen Leben Versuchungen, Routinen, schlechte Gewohnheiten, andere Menschen, Fernsehen, Internet, Computerspiele, die reinwuchern wollen in dein Leben. Und wenn es nur deine Fan, deine Mitgliedschaft von einem Fußballverein ist, dann wird es vielleicht im schlimmsten Fall deine Gesundheit kosten, weil du in dieser Zeit keinen eigenen Sport machst. Also wenn du dabei Unterstützung brauchst, mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem achten Teil. Dein Daniel Schäfer.